Hallo ihr Lieben, heute soll es mal wieder 5 Bücher von meinem Sub geben. Ich dachte mir, ich bin gerade so einmal gut in Fahrt und mache euch gleich noch 5 Bücher von meinem Sub und zeige euch, was ich in uns rumkullern habe. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim ersten Buch, was ich euch heute zeigen möchte, ist dieses hier, Die Widerspenstigkeit des Glücks von Gabriele Zevin. Ich habe dieses Buch für 3 Euro mal bekommen als preisreduziertes Mängelexemplar und in diesem Buch geht es um AJ Fikri und er lebt auf einer malerischen Insel, hat einen Buchladen und könnte eigentlich sehr glücklich sein, ist es aber nicht. Er ist mit seinem Leben so nicht zufrieden. Eines Tages findet er in seinem Buchladen ein kleines Waisenmädchen mit dem Namen Maya. Und er nimmt sich dem Mädchen an und kümmert sich um sie. Und dann gibt es doch dort noch die Verlagsvertreterin, das muss ich nochmal kurz gucken, Amelia. Und die kann AJ irgendwie auch nicht vergessen und somit stellen die beiden Frauen sein Leben ganz schön auf den Kopf. Und ich finde, es hört sich wirklich sehr, sehr süß an und sehr, sehr niedlich an und es ist ja auch kein dickes Buch, aber ich bin bisher leider noch nicht dazu gekommen, es einfach mal zu lesen. Wer es schon gelesen hat, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von diesem Buch, was ihr von dem Buch gehalten habt, wie ihr das fandet. So. Das nächste Buch, was ich euch zeigen möchte, ist dieses hier, Feenrache von Tamina Berger. Ich habe dieses Buch von einer Freundin geschenkt bekommen und habe mich da riesig drüber gefreut. Es ist ein Thriller und in diesem Buch geht es um Jana. Und Jana darf nichts machen, was irgendwie Spaß macht. Sie darf sich nicht mit ihrer Clique treffen, sie darf nicht auf Konzerte gehen. Also sie darf so gar nichts machen, was irgendwie Spaß macht. Und sie hofft, dass sich das Leben irgendwie ändert und für sie leichter wird, dass die irische Austauschstudentin Kayla in ihr Leben tritt. Und hofft dadurch, dass ihre Eltern einfach ein bisschen lockerer werden. Und tatsächlich scheint es am Anfang auch alles gut zu funktionieren. Ihr Schwarm Tobias interessiert sich auch auf einmal für sie und alles scheint prima zu laufen. Doch von heute auf morgen ändert sich auf einmal alles und jeder wendet sich von ihr ab und keiner will mehr was mit ihr zu tun haben. Und sie versteht überhaupt nicht, warum und sie versteht nicht, was da jetzt passiert ist. Und hinten steht noch drauf, erst als es fast zu spät ist, erkennt sie, dass jemand ihr Leben zerstören will und nicht nur ihres. Nein, das Leben aller, die Jana gern hat. Und ich finde, es hört sich wirklich sehr, sehr cool an und ich muss dieses Buch auch gar nicht mal mitlesen. Ich bin auf jeden Fall schon sehr, sehr gespannt. Dann habe ich hier noch ein Buch, was ich auch schon längst gelesen haben wollte und zwar Magusspuren von John Green. Ich habe dieses Buch beim Bookshopping, wo wir damals dieses Bookshopping-Dings gemacht haben, habe ich dieses Buch bekommen und ich habe mich riesig drüber gefreut. Ich wollte es auch schon längst gelesen haben. Nur dämlicherweise habe ich durch Zufall den einen Tag den Film geguckt. Huch, wie konnte das denn passieren? Und ich fand den Film leider nicht so prall. Ich fand gerade das Ende ziemlich dämlich und deswegen hatte ich dann irgendwie keine Lust mehr auf dieses Buch und deswegen suppt es hier noch so rum und ich muss mal gucken, dass ich es irgendwann mal lese, wenn ich das Ende vielleicht auch vergessen habe. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, in diesem Buch geht es um Margot und Quentin und Margot und Quentin sind von klein auf Nachbarn und Quentin verliebt sich dann später auch in Margot. Die beiden sind aber quasi nicht in einer Clique und hängen halt auch nicht so zusammen rum. Und es ändert sich alles eines Abends, als Margot auf einmal durch Quentins Fensterzimmer spaziert kommt und ihn um Hilfe bittet. Und die beiden erleben da eine Nacht mit viel Spaß und Freude und Quentin denkt sich, juhu, jetzt ändert sich endlich was und Margot und ich, wir sind wieder Freunde und vielleicht wird da mal mehr draus. Nee, nichts ist, denn Margot verschwindet und Margot hinterlässt immer so kleine Rätsel und Krümel für Quentin und ja, er versucht sie dann zu finden und das ist das, worum es in diesem Buch geht. Wie gesagt, ich fand den Film ganz okay, aber das Ende war einfach dämlich und war absolut nicht mein Fall, deswegen suppt dieses Buch hier noch rum. Dann habe ich mir diesen Doppelband hier mal gekauft. Also es ist Band 1 und 2 der Dragon Kiss Reihe, also Dragon Kiss und Dragon Dream. Ich habe dieses Buch für günstige 2,99 € mitnehmen können. Es ist von G.A. Aiken und die liebe Niki schwärmt ja immer so von G.A. Aiken, diesen Fantasy-Erotik-Büchern. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme es jetzt einfach mal mit und schaue es mir mal an, weil für 3 Euro für 2 Bücher, da kann man echt nichts falsch machen. Worum es in diesem Buch geht, würde ich euch hinten einfach mal ablesen, weil ich merke mir das nicht immer alles. Eigentlich ist die Kriegerin Anvil mutig, zäh und widerspenstig, bis sie dem Drachen Fergus über den Weg läuft und Zuwachs in seinen Klauen wird. Als der Drache Breek die Hexe Talita vor einem tobenden Mob rettet, erwartet er eine romantische Belohnung. Doch Talit wehrt sich mit allen Mitteln gegen die dreisten Avancen ihres Retters, was sie für den eitlen Drachen nur noch begehrenswerter macht. Ich finde, das hört sich eigentlich ganz cool an und ich bin gespannt, was dieses Buch für mich bereithält. Ich habe auch noch den dritten und vierten Band damals in so einem Doppelband mitgekauft, auch für 3 Euro. Deswegen, ich glaube, diese Reihe gibt insgesamt 7 oder 8 Bände gibt es inzwischen von dieser Reihe. Habe ich jetzt auf jeden Fall schon mal die ersten 4. Nö, ist doch auch nicht verkehrt. Und ja, das sucht hier auch noch bei mir rum. Und das letzte Buch, was ich euch heute zeigen möchte, ist auch ein Mängelexemplar. Und zwar ist das
Die Berufene von MC Carey. Ich habe dieses Buch für 2,99 Euro auch damals mitgenommen. Und hier geht es auch um einen Virus. Ich lese euch auch mal genau vor, was hinten drauf steht. Großbritannien in nicht allzu ferner Zukunft. Ein grauenhafter Parasit befällt die Menschheit. Millionen sind bereits infiziert und bedrohen die wenigen Gesunden. Alle Hoffnungen ruhen auf einer Schar Kinder, die anders auf den Erreger reagieren. Auf einer entlegenen Militärbasis halten Wissenschaftler sie gefangen. Zu allem entschlossen, um sie ihrem biologischen Geheimnis zu entreißen. Doch es läuft nicht nach Plan. Und ich finde, das hört sich wirklich sehr, sehr gut an. So ein bisschen so postapokalyptisch mit so einem Virus. Und ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie dieses Buch ist. Wie gesagt, ich habe es für 2,99 damals mitgenommen und ja, irgendwann werde ich es sicherlich auch mal. Das waren 5 Bücher von meinem Sub. Ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.